Sprachloses Sprechen. Vom Lied Ohne Gott. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Knetet uns wieder aus Erde. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du, gelobt niemand. Seist du, dir niemand. Zulieb wollen wir blühen, dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, waren wir, sind wir, sind wir, werden wir bleiben, werden wir bleiben, blühend, blühend. Die Nichts, die niemands Rose, Rose. Mit dem Griffel seelenhell. Seelenhell. Im Staubfaden himmelswüst. Im Staubfaden der Krone rot vom Purpurwort. Der Krone rot, dass vom wir Purpurwort sangen über, dass wir sangen über den Dorn. Oh, über dem Dorn. Das Lied ohne Gott ist tonlos. Es langweilt sich bei sich selbst. Und seine Sänger schlafen ein. Dem Lied ohne Gott fehlt Gott. Das Geistlose hat keinen Geist. Mein eigenes Schwadronieren. Gottloses Wort, das ich sagte, betrog all jene, die hörten. Ich fand mich wohl toll in meiner schwarzen Weste. Den Fleck meiner Sehnsucht, von der mein Gesang ging, ein sprachloses Sprechen, ein Fragen von Anfang hohl. Das Lied ohne dich ist tonlos. Herr, dies ist mein Psalm. Die Seele muss fortfahren, ins Leere hineinzulieben. Oder zumindest lieben zu wollen. Sei es auch nur mit dem winzigsten Teil ihrer selbst. Denn eines Tages naht sich Gott selbst und zeigt sich ihr und enthüllt ihr die Schönheit der Welt, wie dies bei Hiob der Fall war. Die Welt ist eine geschlossene Pforte. Sie ist eine Schranke und zugleich der Durchgang. Man kann nur anklopfen. Ein anderer ist es, der öffnet. Sobald der Mensch Kraft einer wahren Aufmerksamkeit seine Seele leer macht, um die Gedanken der ewigen Weisheit einzulassen, ändert sich alles. Von mir wird nichts gefordert als die Aufmerksamkeit. Eine so völlige Aufmerksamkeit, dass das Ich verschwindet. Die von jeder Beimischung ganz und gar gereinigte Aufmerksamkeit ist das Gebet. Von mir wird nichts gefordert als die Aufmerksamkeit. Eine so völlige Aufmerksamkeit, dass das Ich verschwindet. Die von jeder Beimischung ganz und gar gereinigte Aufmerksamkeit ist das Gebet.